und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit einem ganz, ganz anderen Thema, und zwar mit dem Thema, wie mir das Singen geholfen hat gegen Mobbing, gegen Bullying, also überhaupt alles, was mit dem Thema Mobbing zu tun hat. Und ja, wie das Singen und das Theaterspielen ein großer Faktor in meinem Leben war und was du daraus lernen kannst und ja, meine Tipps für dich. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen und natürlich auch über einen Daumen hoch und ja, und lass uns doch mal direkt loslegen. Viele wissen eigentlich gar nicht so viel aus meinem persönlichen Leben. Ich werde ganz oft immer gefragt, was mache ich eigentlich in Singapur, und da mache ich auch nochmal ein extra Video dazu, warum ich ausgewandert bin und was ich hier eigentlich mache. Ja, aber ich habe mir gedacht, heute möchte ich mal so ein bisschen persönlich mit euch sprechen. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich dieses Hashtag starke Stimme singen nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag oftmals auch unter meinen Videos benutze. Und für mich persönlich, das ist jetzt meine Philosophie, ist es wichtig, dass man diese ganzen Bühnentechniken, Philosophien, Anwendungen nicht nur auf der Bühne benutzt, sondern auch im täglichen Leben. Das heißt, alles, was du praktisch aus dem Gesangsunterricht lernst, das ist etwas, was du jeden Tag in deinem Leben mitnehmen kannst. Und da möchte ich dir so ein paar Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen. Lass uns mal ganz kurz mit meiner Mobbing-Geschichte anfangen. Es ist immer so ein unbequemes Thema, aber ich habe kein Problem, auch über mein Leben zu erzählen. Also ich wurde sehr, sehr stark gemobbt. Also über 10 Jahre angefangen hat das Ganze schon im Kindergarten, leider. Ich war immer so ein Mensch, der sehr polarisiert hat. Mich hat man entweder gemocht oder mich hat man entweder gehasst. Und dadurch, dass ich eben polarisiert habe, so als Typ, hatte ich damals schon einfach sehr viele Kinder, die mich einfach nicht gemocht haben. Also ich möchte jetzt, also es gab ein paar Vorfälle, die echt richtig hardcore sind, auf die ich hier nicht eingehen werde, weil das ein ganz anderes Thema ist. Aber definitiv ging es los, dass ich in der 3. Klasse von einem Jungen, der mich jeden Tag gemobbt hat, bespuckt wurde. Er hat mich ja nach der Schule abgefangen, er hat mich von oben bis unten bespuckt, 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 und da ging eigentlich der Terror los, der mein ganzes Leben lang bis zur 10. 11. Klasse anhalten würde. Also nur mal so ein paar Geschichten. Ich wurde von der Schule abgefangen, mir hat man das Handy geklaut, ich wurde regelmäßig getreten, geschlagen, ich wurde regelmäßig bloßgestellt vor meinen Mitschülern. Ich hatte immer 2 Leute, die mich jeden Tag in der Schule gemobbt haben. Ich wurde suspendiert. Ich habe selber dann, meine Eltern wussten sich nicht zu helfen. Ich hatte Suizidgedanken gehabt. Also alles, was man sich mit Mobbing vorstellen kann. Der Schulalltag war für mich etwas, was einfach ein purer Horror war. Gleichzeitig war er aber auch eine Möglichkeit, aus meinem eigenen Haus rauszugehen, weil ich hatte Probleme in meinem Elternhaus auch. Also meine Mutter hat sehr viel getrunken, da gehe ich jetzt ein anderes Mal näher drauf ein. Das heißt, für mich waren die Umstände familiär schon extrem schwierig gewesen. Und die Schule, das Lernen als solches, das war für mich immer was Schönes, was Tolles, eine Möglichkeit, aus meinem Alltag zu entfliehen. Aber diese sozialen Strukturen in der Schule, das war für mich einfach der Horror. Ja, das jetzt mal so ein bisschen dazu. Ich war sehr dick, ich bin immer noch sehr pummelig, ich war eine Zeit lang in meinem Leben auch extrem schlank. Aber ich war immer sehr, sehr dick, und das war natürlich eine große Angriffsfläche für Leute, die mich aufgrund meines Gewichtes einfach terrorisiert haben, beleidigt haben, mir mein Leben zur Hölle gemacht haben aufgrund meines Gewichtes. Ja, und obwohl ich sehr jung war, Kind, Teenager, ihr wisst es, für Leute, die euch mobben wollen, es ist denen egal. Ja, also auf jeden Fall mit 10 Jahren bin ich dann zu On Stage gegangen. Da habe ich dann später auch als Dozentin selber unterrichtet, und dort habe ich dann angefangen, halt Musical- und Gesangskurse zu geben. Das war mir natürlich am Anfang sehr unangenehm, und ich war auch immer da schon ein bisschen der Außenseiter, allein nur wegen meinem Gewicht und meines Aussehens, meines Kleidungsstils, weil ich habe mich auch einfach gekleidet wie so ein Außenseiter mit einfach komisch ramschigen Klamotten. Ich kann es euch eigentlich gar nicht beschreiben. Also es hat einfach alles vorne und hinten nicht gepasst. Angefangen zu ändern hat sich das Ganze, als ich in unsere Schulband gekommen bin. Das hieß damals das Pop-Projekt. Und das war eine Schulband, wo viele aus verschiedenen Stufen mitgemacht haben, die Instrumente gespielt haben, die gesanglich unterwegs waren. Und es war für alle zugänglich, für alle Stufen praktisch zugänglich. Mein Leben dann angefangen hat zu verändern, und auch meine Selbstwahrnehmung war dann, als ich selber ins Pop-Projekt aufgenommen worden bin. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich damals Papa Don't Preach gesungen habe.
Das habe ich mal von einer größeren, also ich habe es dann draußen vor der Schule gesungen, also vom Schulgebäude, das war so eine Abi-Streichzeit und da haben sich draußen dann Leute irgendwie rumgetümmelt und rumgelümmelt und dann habe ich dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, ich erinnere mich aber nur, da war ich 12 und dort habe ich dann sozusagen vor einer Gruppe von Schülern draußen dann vorgesungen. Und es ist immer natürlich, also das, dieser Moment, dass du vor anderen Leuten singst, ist natürlich, also das, ich kann es nicht beschreiben, aber diese Akzeptanz, die dann kam, diese Bestätigung, die dann kam von meinen Schulfreunden, Schulkameraden, dieses, das hat einfach alles verändert. Ich war dann später also beim Popprojekt, habe dann dort vorgesungen und habe dann auch dort vor den Älteren vorgesungen. Damals war es ein anderer Song, es war I Don't Wanna Miss a Thing bei dem Armageddon-Film, bei Aerosmith. Habe dann da vorgesungen und auch dort war eine ganz andere Akzeptanz da, weil ich war ja wie gesagt damals 12, 13 und die Bestätigung auch einfach von Älteren aus der Oberstufe war auch einfach, ja, war enorm für mich, für mein damaliges Selbstbewusstsein. Ich durfte also einen Song singen und das war der Song bei Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, und den habe ich dann auch vorgesungen. Damals hatte ich auch noch so eine Baggy-Hose an und ich muss es irgendwann mal euch verlinken und mal die Auftritte zeigen. Ich hatte damals also eine Baggy-Hose an. Das war der Start bis zur 11. Klasse, wo ich aktives Mitglied war im Popprojekt. Und von einem Song hatte ich dann später 10 Songs und hätte, also habe wirklich, ich, also mich kannten dann einfach extrem viele. Ich habe zu allen möglichen Veranstaltungen in der Schule gesungen, beim NDR, bei so einem NDR-Event damals, bei allen möglichen, wo die Sänger gebraucht haben. Es waren Carmen und ich damals, für unsere Stufe, die einfach, ja, bekannt waren. Und ich kann mich ganz genau erinnern, in 2012 gab es ein Revival und dort haben sie ältere Mitglieder eingeladen und ich habe dann meine Best-Hits gesungen, die ich damals oft gesungen habe und meine ganzen ehemaligen Schullehrer, die da noch gearbeitet haben oder noch arbeiten, die sind dann aufgestanden und haben geklatscht. Also es war wirklich echt krass. Das hat einfach die Wahrnehmung verändert von den Leuten um mich herum und das wiederum hat auch meine Wahrnehmung verändert. Plötzlich war das Singen nicht nur etwas, was ich innerhalb meiner vier Wände getan habe. Es war nicht nur etwas, was ich getan habe, um auch Emotionen rauszulassen, wegen meiner Mutter beispielsweise, sondern plötzlich hat es mein Selbstbewusstsein verändert. Ich habe plötzlich eine starke Stimme bekommen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich jemand bin, der etwas kann und jemand, der etwas zu sagen hat. Jemand, der auch etwas ausdrücken kann, kommunizieren kann mit seinen Gefühlen. Und es hat für mich einfach, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich bin ja dann auch noch, hab noch Schauspielunterricht gehabt und war auch in einer Schauspielgruppe, und wenn ich darüber nachdenke, einfach nur die Techniken um mich war, also einfach diese Wahrnehmung erstmal für die Stimme, dass ich überhaupt eine Stimme habe, dass ich auch laut sein darf mit meiner Stimme, dass ich auch meine Stimme benutzen kann und dass es auch in Ordnung ist, verbal auch einfach laut zu sein. Das hat einfach einen riesen Unterschied gemacht. Mich einfach, diese Stimme wachsen zu lassen und mich dann einfach gegen mein Mobbing-Opfer am Ende in der 10. Klasse, ja, dem entgegenzukommen. Da gab es nochmal also einen Vorfall und ich habe es auch überwunden, bin dieser Person auch entgegengekommen. Es gab auch einen Breakthrough-Moment. In einem Schauspielkurs, in einer Musical-Gruppe, in einer Hobby-Amateur-Gruppe nimmt die Gesangsunterricht. Gesangsunterricht und all diese ganzen Unterrichtssachen, du lernst da Techniken, die du für dein ganzes Leben benutzen kannst. Du lernst erstmal die Wahrnehmung für deine Stimme und du lernst erstmal, dich vernünftig auszudrücken, vernünftig zu kommunizieren, ohne Probleme zu haben, ohne nervös zu sein, ohne zu stottern, ohne diese Hemmschwelle zu haben. Hier geht es auch wirklich darum, dass du diese Hemmschwelle gegenüber anderen Leuten auch überwindest. Und da gibt es einfach richtig gute Übungen dazu, die dir helfen können. Die du natürlich aus dieser Bühne in dem Alltag benutzen kannst. Weil es geht auch am Ende darum, dass du dich vernünftig kommunizieren kannst mit Leuten, dass du dich artig ausdrücken kannst und deine Gefühle auch vernünftig ausdrücken kannst und dass du dich dagegen stellen kannst. Viele Leute, die Mobbing-Opfer sind, haben immer dieselben Kriterien. Also es ist ganz komisch, aber es verläuft immer nach derselben Linie. Es sind immer diese unscheinbaren Leute, die nie den Mund aufmachen, die nie was sagen können. Es sind immer Outsider. Also Mobbing-Opfer
sind Leute, die andere mobben, suchen auch ganz bestimmt gezielt nach Leuten, die sich ja auch nicht wehren können, die sich nicht ausdrücken können, die sich einfach einschüchtern lassen, auch optisch. Und du lernst halt in einem Unterricht, im Schauspielunterricht und auch Gesangunterricht, wie du eine vernünftige Haltung haben kannst. Alleine deine Haltung macht 90% aus. Wenn ich in den Raum reinkomme, dann brauche ich gar nichts mehr sagen. Meine Haltung spricht für mich. Und das ist eine Übung, die es aus dem Schauspielbereich gibt. Das nennt sich dann Statusübung, dass du anhand eines Status in den Raum reinkommst und dieser Status dich repräsentiert. Und das ist eine Übung, die ich ja auch ganz häufig gemacht habe, damals in Hamburg mit meinen Schauspielstudenten, weil ich ja auch Schauspiel unterrichtet habe, genauso wie ich Gesang unterrichte. Und jetzt mal alle meine Tipps runtergebrochen. Nummer 1, arbeite an deiner Haltung. Deine Haltung repräsentiert dich, wenn du in einen Raum reinkommst. Leute, die sehen, dass du eine vernünftige, gute Körperhaltung hast, wo du auch was ausstrahlst, wo du ein Selbstbewusstsein ausstrahlst, werden dich viel, viel weniger attackieren, weil deine Haltung spricht für dich. Du bietest also keine Plattform für Leute, die dich mobben wollen. Nummer 2 ist deine Sprechstimme. Und deine Sprechstimme benutzt du mehr als deine Singstimme. Deine Sprechstimme ist Teil deines täglichen Lebens. Das ist dein Kommunikationsmittel. Und das ist das A und O. In dem Moment, wo du reinkommst in den Raum und du fängst an zu sprechen, kommunizierst du dich und du zeigst auch etwas über dich, über deine Person. Und das kann auch Angriffsfläche für Leute bilden. Ich hatte gar keine Stimme. Ich habe überhaupt nicht gesprochen. Ich war einfach ein Mädchen, was an der Mauer hing und keine Freunde hatte, weil ich mich nicht getraut habe, für mich selber zu sprechen. Such dir Übung, such dir eine Gruppe, mach reden, spreche zu Hause. Versuche auf jeden Fall Übungen zu machen, die dir bei deiner Sprechstimme helfen. Was mir wahnsinnig hilft, ist zu versuchen zu verstehen, warum mein Gegenüber mich mobbt. Und meistens ist diese Person eine richtig arme Wurst. Und ich bin mittlerweile jemand, der ziemlich gut Leute analysieren kann. Ich habe ein sehr gutes instinktives Gefühl. Ich kann Leute sehr gut analysieren. Und ich weiß, dass hinter diesen Personen einfach traurige Würstchen stecken, die Probleme in ihrem eigenen Leben haben, die meistens total kaputt sind mit ihrem eigenen Leben und daraufhin meistens Leute mobben. Du stehst über diesen Leuten. Immer, 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 immer. Du stehst über diesen Leuten. Gib diesen Leuten nicht die Möglichkeit, dein schönes Ich kaputt zu machen, dich zu mobben aufgrund deines Aussehens oder auf deines Charakters, ja. Diese Leute sind meistens viel, viel ärmer und schlimmer dran, als man es sich vorstellen kann. Und als ich das endlich realisiert habe in der 10. Klasse, konnte es mir gar nichts mehr. Es ist wie Wasser an mir abgeperlt, weil ich verstanden habe, dass diese Person, die mich mobbt, eigentlich schwächer ist als ich. Ja, das war jetzt so ein bisschen ein kleiner Einblick in mein Leben und mein damaliges Leben und ein paar Situationen und was ich daraus gelernt habe und was einfach wichtig ist und wie es dir helfen kann. Und für mich hat es einfach alles verändert. Also, dass ich damals on stage gegangen bin, dass ich Mitglied im Popprojekt war, dass ich also aktiv etwas gemacht habe, was ich geliebt habe und was mich auch weitergebracht hat. Also bestimmte Körperhaltung und wie das mein Leben einfach für die Zukunft verändert hat. Und deswegen der Hashtag starke Stimme, weil Singen ist etwas, was nicht nur hier stattfindet und auf der Bühne, sondern alles, was wir aus diesem Gesangsunterricht, aus dem Schauspielunterricht, aus dem Tanzunterricht mitnehmen, das ist etwas, was wir für unser tägliches Leben mitnehmen. Und deswegen ist mir das so extrem wichtig. Und ja, meine Message, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch und ja, ich sehe euch in meinem nächsten Video.